Moin Leute, Tribix hier und was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren extravaganten Reaktionsfolge heute. Gucken wir uns ein Video von Trimax an. Endlich mein Traumauto gekauft. Ich habe auf TikTok tatsächlich schon die ein oder anderen Ausschnitte gesehen. Und da ich mich sehr für Porsche interessiere, habe ich mir gedacht, ich gucke mir dieses Video mit euch gemeinsam heute an, Mann. Let's get right into it, Mann. I hält mein Maul. Moin Leute, Trimax hier. Heute ist es soweit. Heute holen wir endlich mein neues Auto ab. Das erste Auto, was ich mir selber gekauft habe. Wir sind bei Porsche. Ihr habt schon im Chat so viel spekuliert, welches Auto es ist und so weiter. Werden wir gleich alles sehen. Lange drauf gewartet, jetzt endlich zwischenzeitlich das ganze Corona und schwierig zu liefern und alles Mögliche. Ich habe es in einer sehr speziellen Farbe. Da hieß es auch, die kann so nicht geliefert werden. Lieferengpässe hier und da. Da habe ich gesagt, ich nehme das Auto nicht. Ich nehme das Auto nur so. Jedes Porsche-Auto aus gleich aussieht, ne? In der Farbe voll bescheuert, dann wird es wahrscheinlich nichts. Ich gesagt, egal, dann nehme ich es nicht. Ich will es nur so haben. Und jetzt hat es. Also wirklich, jedes Porsche-Auto-Haus sieht einfach 1:1 identisch aus. Die haben immer diese Kacheln hier. Von innen so ungefähr auch. Aber das kann ich schlecht beurteilen. Aber von außen immer diese Kacheln hier und ja, immer, es sieht immer gleich aus. Ey, weißt du, Mercedes- oder Audi-Autohäuser sehen immer unterschiedlich aus, aber Porsche sieht immer identisch aus. Klar, und jetzt habe ich dieses Auto als einer der ganz wenigen in Deutschland so jetzt in der Ausführung bekommen. Freue mich da wahnsinnig drauf, das Ding jetzt abzuholen. Ihr macht das Ganze natürlich möglich, deswegen ein fettes Danke an euch da draußen. Ich würde sagen, wir gehen rein. Wir gehen rein. Gut, holen wir die auch noch dazu. Wir haben schon Strobe dabei. Nicht schlecht, einfach wir sagen, er zieht dich rein und dann kommen wir gehen rein. Ja, drinnen ziehe ich dich rein, ist arschkalt, komm rein. Erstmal der Papierkram, hier nochmal ein zusätzlicher Schlüsselanhänger. Das Wichtige ist dann gleich hier, das ist schon mal das erste Geschenk. Ich bin gespannt. Für was freust du dich mehr, über das Geschenk jetzt oder über das Porsche? Über das Geschenk, für das Auto. Ein Gutschein für ein Maßhemd oder eine Maßbluse vom Verlag in der Stadt. Geil, ja, das kann ich ganz doll benutzen. Wie in Thailand. Ja, in Bangkok kriegt man auch immer welche gemacht, so Maß, wenn du immer dort unterwegs bist. Hey. Das allererste, wenn wir schneiden dir so einen Anzug oder dein Hemd. Hey, das ist ein Geschenke, bevor es zum Auto kommt, geil. Oha, was haben wir hier? Persönlicher Servicegutschein, 1000 Euro. Genau, die kannst du aber... Ja, okay, nur weil der Trimax ist, denkst du, ich bekomme Servicegutschein? Ich bekomme gar nichts. Gleich auch fürs Equipment nutzen. Das bedeutet, davon können wir ja, wie du schon gewünscht hast, das Car-Cover einmal kaufen. Und ihr könnt euch noch was Schönes aussuchen. Ich glaube, der Plan ist so. Genau. Die Car-Cover halt, ein Cover, ne? Ja, ich wusste das, ich kenne das nicht. Ich fahre keinen Porsche. Die Uhr habe ich gar nicht getragen. Ich habe mich auch geärgert beim Box-Event, hatte ich die auch nicht an. Echt? Ja. Die müsste ja mittlerweile auch schon fast so viel wie dein Auto wert sein, Diggi. Nein, so viel nicht. Bro. Die Hälfte. Fast, ich wollte gerade sagen. Ja, Minimum. Die wird nicht mehr hergestellt. Der hat richtig Glück. Der hat das Modell genommen, was dann, glaube ich, ein Jahr später eingestellt wurde. Und sobald die Dinger eingestellt werden, werden die nochmal 30.000, 40.000 Motore instant. Ab. Zunächst einmal das hier, mach gerne mal auf. Erkennt man nicht direkt, aber ich erkläre dir gleich, was es ist. Ja. Das ist super crazy, weil das ist ein Schlüsselanhänger. Das ist ein original Motorteil. Sag mal, wissen die Leute eigentlich schon irgendetwas? Noch gar nichts. Erst von außen, von innen, nichts, von nichts, nichts. Erst mit dem Video. Ich mache auch vorher kein Foto auf Instagram. Oder so. Tasse, wunderbar. Geil, Junge, ihr kriegt richtig viele Geschenke. Schön, schon einen Kaffee trinken. Geil. Brauchen wir. Ich will jetzt das Auto jetzt sehen. Jetzt los. Guck mal hier. Bist du bereit? Mhm. Da sind die Fahrzeugschlüssel. Geil. Nochmal mit dem Schlüsselanhänger. Die kleinen schwarzen Einsätze, das sind Ventilkappen. Das heißt, bedeutet, kannst du auf die Ventilkappen dann diese Kunststoff-Ventilkappen ersetzen. Man erhält es wahrscheinlich immer noch nicht richtig, aber das sind die Fahrzeugschlüssel zu deinem neuen Auto. Und, sehr, sehr geil. Ja, genau, das ist deiner hier, ne? Wenn ich mal vorbeikommen will, abholen. Kriegst du den Zweitschlüssel, geil. Den Gutschein haben wir ja bekommen. Wollen wir mal gucken, was Porsche hier noch so alles hat. Das ist ja schon einiges mittlerweile, ne? Von Porsche hat, ja, ich wollte gerade sagen. Schlüsselanhänger. Ja, von Schlüsselanhänger, die haben auch sogar dieses, diesen Playmobil-Porsche da drin. Es gibt ja so einen Playmobil-Porsche, der so elektrisch ist, so einen elektrischen Taycan. Den kannst du auch kaufen. Umrandungen. Du hast ja die Ventilkappen, hast du auch eben schon. Gibt es den Autoschlüssel auch in der gleichen Lachfarbe? Der Typ, Bruder, er freut sich, Junge. Er hat so viel Profit. Das Auto? Provision davon. Okay, gut. Oh, guck mal, das ist ein Porsche-Stuhl. Durch das Auto, so. Wow. Da musst du ein bisschen was drauflegen. Ich hab den gleichen sogar in Türkisblau. Setz dich mal drauf, Chef. Ich setz dich mal drauf. Okay. Ja. Ja. Stuhl halt ganz gut. Diese Radios, ne? Hab ich auch gar nicht gecheckt, Digga. Diese Radios, die ja hier, das sind ja so Radio-Interface. Ach, das seht ihr gar nicht, weil meine Facecam davor ist. Aber hier unten, hier sind ja so Radios. Eins mit Display und ich glaube, das ist ohne Display. Das ist so ein ganz normales Radio, Digga. Die scheiß Dinger.
die sind so unglaublich teuer. Also wirklich, wenn du zu Porsche da reingehst und da irgendwas suchst, Junge, das ist so abgrundtief teuer. Diese scheiß Radios kosten, glaube ich, 4.000 Euro oder sowas. Ey, Junge, für ein Radio. Bro. Das finde ich ganz cool. Für Untersetzer das, nicht. Ist das Untersetzer? Was ist das? Nein, das ja, Untersetzer für 200 Euro. Nein, das sind für die Felgen in der Mitte. Rad, dass genau, du dort Radnaben, oder? Also die Radnabenabdeckung. Yes. Alter, okay. Untersetzer? Hätte das sein können. Nein, damit kannst du nichts anfangen, weil dein Auto hat ein Zentralverschluss. Gibt's eine Cappy? Setz dich mal auf. Nein. Ich habe keinen Kopf für eine Cappy. Also ich habe einen Riesenkopf, die würde mir auch nicht passen. Guck mal, die ist viel zu klein. Alter, doch, steht hier. Steht, ja, ich wollte gerade sagen. Das hier auf jeden Fall, Carcover, kann ich das Teil einpacken, steht sicher. Ein Autokenner erkennt es jetzt instant. Wenn du jetzt drauf filmst, dann erkennst du es jetzt eigentlich schon. 100%. Von vorne als auch von hinten. Man kann es ja jetzt schon mal sagen, das ist eigentlich ein 911er. Ne? Ja, also, ich wollte gerade sagen, die 911. Die Grundform ist 911. Aber was für 911? Von der Seitensilhouette ist es ganz klassisch, die 911 Flyline. Erkennt man sofort, geil. Ich würde vorschlagen, du stehst vorne und genießt einfach. Ja. Ich enthülle einmal, bin gespannt. Ich bin bereit. Er hat sich ja das Auto konfiguriert, ne? Der hat es ja davor noch nicht gesehen. Er hat es ja nur konfiguriert, ja genau, er hat es nur konfiguriert, der hat es wahrscheinlich online gesehen, ja. Okay. Alter. Sehr gewagt, aber ich finde sie geil. Alter. Holy, ey, ich finde die Farbe so geil, ne? Oh mein Gott. Max, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, ich bin so ein Mensch, ich würde Autos nur immer in weiß oder schwarz fahren. So, es ist aus, das ist halt ein Ferrari oder ein Lamborghini. Ich glaube, Ferrari steht halt nur rot. Porsche würde ich auch, so weißt du, so ein 911er in rot, Alter, das wäre schon ein heftiges Teil. Aber so Frozen Blue oder was ist das? Das ist wahrscheinlich noch was extra. Das ist nicht dieses Frozen Blue Metallic. Das ist irgendwas extra. Das aber das schön. Sieht hast du so geil aus. Geil. Das ist eine Farbe nach Wahl, heißt Gulf Blue. Ja. Ja, guck, das ist was anderes, oder? Was hat er gesagt? Hast du dir verdient. Wirklich geil. Das ist eine Farbe nach Wahl, heißt Gulf Blue. Gulf Blue. Ja. Gulf Blau. Okay. Geil, also meine Farbe, also ich finde ihn schön, meine Farbe wäre es jetzt nicht, aber du hast ja Max. Genau. Ich hätte jetzt auch gesagt, ein bisschen, ich würde einen weißen fahren, so. Vielleicht ist es ein bisschen langweilig, so, aber ich finde... Aber so ein krankes Auto, auch die Scheinwerfer sehen allein die Scheinwerfer sehen schon teuer aus. Ja du, das sind natürlich auch nicht die Standardscheinwerfer, auch da haben wir die Matrix-Scheinwerfer genommen, also... Ach echt? Also du könntest ihn auch mit anderen Scheinwerfer holen? Ja, aber das sind die besten Scheinwerfer, ne? Steht dir da mit Gucci-Dinger? Sieht auch sehr geil aus. Ey, ich kann es komplett nicht fassen, ne? Ich finde das so krass, wird da so lange drauf gewartet, jetzt steht es hier. Dieses Gulfblau, so eine ikonische, geile Rennfarbe für so ein Rennauto passt. Unglaublich, ich liebe die Farbe. Eigentlich so ein GT3, komplettes Rennauto, hinten fett mit... Wieso zeigen die nicht das Auto? Drauf, genau. Habe ich mich gegen entschieden, dass man sieht, es ist ein 911er. Und ich finde auch, von hinten sieht der so unfassbar geil aus. Hier hast du keine 5 Radmuttern, sondern du hast eine Zentralverschlussfelge. Mhm. Das bedeutet, du brauchst einen extrem großen Drehmomentschlüssel. 911er, ich sag euch so, wie es ist, 911er, absoluter Traumwagen. 911er ist absoluter Traumwagen. Das ist ein echter Zentralverschluss. Geiles Teil, wirklich. Kann man das klauen? Also so ich verstehe manchmal das Video nicht. 600 Meter Drehmomentschlüssel, also das kannst du nicht klauen. Also so der Normalo läuft jetzt nicht mit so einem riesen Drehmomentschlüssel rum in Hamburg, wenn du dann die Räder klauen willst. Kann man Motorraum einmal anschauen? Nee, ne? Ja. Zieh einfach mal gerne hier hoch. Genau. Ja. Das ist alles. Das ist alles, was man sehen kann. Das okay, ist alles. Krass. Aber das ist das Wichtige. 4.0. Mhm. Ja, also heißt 6-Zylinder, Flat 6, 4.0. Sieht aus wie so ein Gaming-PC. Bist du noch nie gefahren? Auch nicht auf dem Hockenheimring, oder? No joke. Ich bin den noch nie gefahren. No joke. Nein. Das wird jetzt einmal rausgefahren. Ah ja, stimmt, die Schlüssel, der muss er ja. Und gescannt. Und weg ist das Auto. Bist du bereit, Max? Ich bin ready. Porsche-Sound ist so geil. Porsche-Sound ist einfach so geil. Wow. Krass. So ein geiler Wagen. Wow.
shit. Krass, also wirklich. Das ist schon krass, ne? Ich werde so lange Elektro. Sei ihm gegönnt, so ein geiler Wagen. Ich hab seit Jahren keinen Sound mehr gehört und dann gleich so einen geilen. Ey, 1500 Kilometer einfahren. Man sieht hier draußen mit der Farbe auch, finde ich, mit dem Gulfblau und dem Schwarzen nochmal geil. Der blubbert. Aus, ey, ist das geil. Ich hatte ja das Auto schon abgesagt, weil Sonderfarben kamen nicht mehr. Ist auch teurer Sonderfarbe, aber ich finde dieses Gulfblau zu geil. Das wäre sonst die Farbe gewesen. Shark Blue auch unfassbar geil. Kennt man auch vom GT3. Ich glaube, Luciano hat das Ding auch. Also sieht unglaublich geil aus. Ich finde dieses noch hellere Blau ist meine absolute Lieblingsfarbe. Deswegen ist es. Ja, in der Farbe wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig gewesen. Keine Ahnung. Also Blau ist sowieso nicht meine Farbe, aber. Dazu gekommen. Aber auch die Farbe ist ja ein Traum. Ich fand auch den Taycan, ne? Es gibt ja so einen Taycan in so einem Frozen Blue Metallic. Ja, das ist ja auch so hellblau-mäßig. Sieht auch richtig, richtig, richtig geil aus. Aber ich muss sagen, so einem Taycan, keine Ahnung, würde dieses Frozen Blue mehr passen als so einem neuen 911. Wisst ihr, was ich meine? Aber geiler Wagen, wirklich. Das ist ein Monster, das Ding. Könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Farbe ihr geiler findet. Wir werden jetzt hier nur vom Hof fahren, nach Hause fahren. Ist eh kein Wetter. Für das Auto Heckantrieb. Und jetzt ist hier heute Blitzeisgefahr. Schneematsch liegt auf den Straßen. Sobald geileres Wetter ist und das Auto eingefahren ist, 1500 Kilometer ist auch eine Menge, machen wir da nochmal ein richtig geiles Video vom Sound. Wenn er in den oberen Gängen Vollgas gibt und durchschaltet. Das Ding klingt wie ein Formel-1-Auto. Das dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Dann fahren wir hier gleich mal los. Das ist jetzt auch das erste Auto, was ich mir gekauft habe oder gekauft hatte. 2 Jahre drauf gewartet oder sowas. Ne? Erstmal ultra krass, dass ich noch das Auto bekommen habe. Auch die sind ja absolut limitiert. Sonst immer nur geleased, jetzt gekauft. Kommuniziere ich ganz offen. Ist ja das Auto mit dem höchsten Wiederverkaufs- oder eines der höchsten Wiederverkaufswerte oder auch das wertbeständigste Auto. Kannst das Auto kaufen für 230, könntest du wahrscheinlich sofort verkaufen für 260. Dann kann ich das Auto ein Jahr lang fahren und kann es wahrscheinlich immer noch so für. Ja, wahrscheinlich immer noch verkaufen. Du bist ein Jahr lang Porsche gratis gefahren. Gerade 230 verkaufen. Deswegen seht ihr das auch oft, dass YouTuber sich ein krasses Auto holen, das ein halbes bis ein Jahr fahren, wieder verkaufen. Oft sogar noch teurer oder mindestens für den gleichen Wert. Aber das Auto, das ist zu geil. Also das will ich behalten. Ich werde das Auto auch selten fahren. Ich habe ja meinen alten Porsche Taycan abgegeben. Der hat ja monatlich auch 3.600 € gekostet. Das 3.600 € für einen Porsche Taycan? Monatelang nicht benutzt. Ich habe alles zu Fuß gemacht und mit Leimrollers. Habe gesagt, ich brauche kein Auto. Jetzt hatte ich ja den kleinen. Alter, 3.600 €, Bruder. What the fuck? Auf wie ab für ein Alter. Hat er sich so ein Ding geholt, Alter? Das ist neu. Tag, ich bin so zufrieden mit dem Auto. Ich kann überall parken. Ich muss mir keinen Stress machen, dass es kaputt gemacht wird. Keiner erkennt mich und. Das ist wirklich hier für besondere Events das Auto, wenn ich da mal erscheine. So, ich habe es geschafft, der ist frei. Und dann fahren wir mal. Oh, der Sound, Bro, so geil. Ist das Auto niedrig. Stark. Der Taycan war ja schon relativ hoch. Auch, dass das jetzt hier ein Verbrenner ist und kein Elektro. Ich bin so lange kein Verbrenner. Der Taycan macht aber auch einen Sound. Der gefahren. Dann gleich so einer, ey. Das fetteste Gefühl, was geht. Ich sollte mich eigentlich nicht so sehr über das Auto. Also ein Auto freuen, das ist verrückt. Hätte ich selber nicht gedacht. Aber es ist auch einfach so lange drauf gewartet, ne? Ich habe mir so oft Bilder davon reingezogen und alles. Ja, dieses Wurm, geil. Geil, 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 das sind geil, 2000 Umdrehungen von was? Wieso ist das jetzt? Das kommt ja auf 10.000 Umdrehungen, oder was? Ey, der sitzt auf der Straße. Es ist ein hartes Fahrwerk. Er ist so flach, er ist laut. Er ist bei weitem nicht so viel isoliert wie der Taycan, wo du fährst und du hörst nichts von außen. Bist hier wirklich auf der Straße. Es ist ein Rennauto. Eigentlich hätte ich auch mit Rennkäfig genommen. Ja, aber das mit Rennkäfig. Ausstattung, dass du dann automatisch auch die Sportsitze hast, diese Rennschalensitze. Ja. Und da passe ich leider nicht rein mit meiner Holzhüfte und den breiten Seiten. Das klingt nicht und an. Das ist, glaube ich, auch überhaupt gar nicht so bequem. Was? Nee, geht nicht. Ich komme in die. Herrsche, diesen 7, 4, was noch, 14 Wegesitze oder was? Ich habe gerade keine Ahnung. Rennschalensitze nicht rein und du kannst die Rennschalensitze, das geht nur als Paket zusammen. Ah, okay. Bremen 2 Verkehrsmeldung. Verkehrsmeldung aus. Man hat richtig gehört, dass du dir Bose Soundsystem geholt hast. Für die Verkehrsmeldungen. Ja. Ey, ich musste mir so krass verkneifen. Ne? Ich bin ja so ein großer Fan vom GT3. Und dann hat fucking Dave sich die Karre geholt, Unfallkarre, und will ja, das Ding restaurieren. Ich habe ja auf alle Videos reagiert. Digga, es ist mir so schwer gefallen, nichts zu sagen. Er hat so geschwärmt vom GT3. Ich konnte halt nichts sagen, das war halt hart.
keinen Unfall jetzt machen, Strubbel, ne? Das bist du. Also, ich hab mich hier schön zurück. Ich hoffe, du bist gut versichert. Erstmal zu Mac ist rein. Ich freue mich so neben dran zu fahren. Selbst, also ich weiß, dass du ihn machen würdest, also selbst würdest du mich jetzt fragen, willst du ihn fahren? Ich würde nein sagen. Echt? Weil ich zu viel Respekt davor hätte. Hatte ich auch. Das hat Monta auch gemacht mit mir einfach. Hat er mich sein Lambo fahren lassen. Ja. Ich hab 40 Mal nein gesagt. Ja. Es ging nicht. Der wurde schon so zack aussteigen, Tür auf, rein. Krass. Jetzt. Ich meine, man meine, hat so viel Respekt meine, vor solchen meine, Autos, ne? Meine ja, Knie ja. haben gezittert. Ich hatte richtig, richtig weiche Knie. Wie so ein kleines du Kind. Du musst ja nur irgendwo ein bisschen dumm hängen bleiben, dann ist es halt ja, schon. Ja, weißt du? Zack, Felge kaputt, Schaden 12.000. Oh, ich wollte gerade sagen, ja. Digga, ist jetzt mal noch mal flacher als im Taycan. Ja, Digga, guck mal, das ist normaler X4 BMW vor uns. Ich kann sagen, du sitzt echt tief. Blinker blinkt ihm ins Gesicht. Ja, das sieht aus wie ein Bus. Selbst ein scheiß VW Golf ist doppelt so hoch. Okay, Leute, ich freue mich immer noch wahnsinnig. Ja, ich kann es immer noch nicht fassen. Ich habe auch noch nie so lange auf ein Auto gewartet. Wir müssen jetzt direkt weiter. Ich muss noch wir sind mitten im Umzug, beziehungsweise ausgezogen. Ich bin heute zu meinen Eltern gezogen und wir haben... Sei ihm mies gegönnt, ehrlich, geiler Wagen. Wirklich, Real Talk, geiler Wagen, Alter. Es ist wirklich 9, 9, 11, was ein Traum, Bruder. Geil, heftig.